Für die Vogelfotografie liebe ich ja große Supertele, wie zum Beispiel mein 600 mm Blende 4, einfach wegen der tollen Freistellung, Superschärfe, Konvertertauglichkeit, hervorragendem Autofokus und so weiter. Sie haben aber schon auch einen Nachteil, auch die neueste Generation ist immer noch relativ schwer, das ist etwas mehr als 3 Kilogramm schwer. Nikon und Sony sind in einem sehr ähnlichen Bereich. Und wenn man das länger rumträgt, merkt man das schon ein bisschen. Und die Länge ist auch nicht zu unterschätzen. Das habe ich wieder gemerkt, als ich diesen Sommer nach Costa Rica geflogen bin. Im Handgepäck ist das schon obere Grenze, sage ich einmal. Vor allem, wenn man noch ein, zwei andere Objektive mitnehmen möchte. Und von Bergwanderungen möchte ich gar nicht reden. Daher waren nicht nur ich, denke ich, sondern viele andere Leute auch sehr interessiert, als Nikon in diesem Herbst das 600 mm Blende 6.3 vorgestellt hat. Ebenfalls ein Supertele, ebenfalls eine Festbrennweite von der höchsten Güteklasse, also bei Nikon die S-Line, die ja ungefähr dem L, der L-Line von Canon entspricht. Und dieses Objektiv wiegt nur 1,47 Kilo, also vergleichbar mit einem RF 100 bis 500 mm. Aber wir haben hier einige Vorteile eben gegenüber so einem klassischen Zoom wie dem 100 bis 500er. Das Objektiv hat mich jetzt schon einige Male draußen begleitet. Ich habe sehr viele Fotos damit gemacht, auch mit dem Konverter in verschiedenen Lichtsituationen, Action und auch ruhigere Sachen. Und in diesem Video möchte ich von meinen Praxiserfahrungen sprechen, was mich an dem Objektiv wirklich so begeistert und ob es mittlerweile so ein Objektiv ersetzen kann oder ob es da doch eben noch ein paar Nachteile gibt. Wenn man das Objektiv zum ersten Mal in die Hand nimmt, dann fällt auf jeden Fall zuerst einmal das leichte Gewicht auf. Es sind wie gesagt knapp 1,5 Kilogramm, das gilt mit dem Stativfuß. Ohne sind es 1,39 und im Gegensatz zu gewissen anderen Objektiven nimmt man hier nicht die ganze Stativschelle ab, sondern eher, wie man es von den Supertele's kennt, nur den Stativfuß hier. Ich finde vom Handling es so auch ganz angenehm, es braucht natürlich weniger Platz. Mit so einer großen Kamera wie der Z9 finde ich es aber mit dem Stativfuß fast angenehmer, denn wenn ich den hier wieder rein tue, dann habe ich einfach den Vorteil, dass die Hand hier unten so ruht, dass man ein bisschen besser an die verschiedenen Räder drankommt, wie ich finde, ist aber sicher persönliche Geschmackssache. Das Objektiv ist insgesamt 28 cm lang, rund 10,7 cm im Durchmesser. Vorne haben wir ein Filtergewinde von 95 mm, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass man hier groß Filter einsetzen wird persönlich. Ansonsten ist das eben ein Objektiv von der S-Line, von der höchsten Qualitätsklasse von Nikon. Wir haben hier vorne die LFN2-Knöpfe, 4 Stück davon, wie man es bei vielen Supertele's kennt. Das heißt, egal in welcher Position ihr gerade das Objektiv habt, ihr könnt immer einen leicht erreichen. Ich finde die auch relativ gut gelegen, da komme ich gut dazu. Anschließend habt ihr genau hinten dran diesen Kontrollring, auf den ihr euch eine Funktion setzen könnt. Den habe ich aktuell nicht belegt. Hinten dran den Fokusring, auch den finde ich eigentlich in einer sehr angenehmen Position. Und dann haben wir hier auf der Seite den LFN1-Knopf, den habe ich nie benutzt, den finde ich nämlich nicht ganz so einfach zu erreichen. Und dann den Schalter für Autofokus, manueller Fokus und den Fokuslimiter, entweder den ganzen Bereich oder 10 Meter bis unendlich. Der ganze Bereich heißt konkret 4 Meter bis unendlich, das ist die Naheinstellgrenze. Bei der Naheinstellgrenze haben wir dann auch einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 6,7. Für eine Supertele Festbrennweite mit 600 mm ist die Naheinstellgrenze von 4 Metern wirklich gut. Das Nikon 600 mm Blende 4 hat eine von 4,3. Mein Canon ist glaube ich bei 4,2 Meter, also hier sind wir drunter. Wenn wir es natürlich mit Zoom-Objektiven vergleichen, wie einem RF 100 bis 500er, einem Nikon Z180 bis 600er, dann scheinen 4 Meter auf einmal wieder viel. Also hier kommt man das ein bisschen darauf an, mit was man vergleicht. Und es kommt darauf ein bisschen darauf an, was ihr in der Praxis fotografiert. Für Porträts von Schwänen und so weiter waren die 4 Meter meistens gut genug. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das Objektiv auch einsetzen zum ab und zu mal Libellen fotografieren, Schmetterlinge, und so Sachen, da muss ich sagen, ist der Abbildungsmaßstab dann teilweise schon ein bisschen grenzwertig.
Einen Knopf möchte ich noch kurz erwähnen und der ist auf der rechten Seite hier der Memory Set. Also hier könnt ihr im Prinzip den Fokus Preset machen, also durch die Fokusebene auf eine gewisse Distanz speichern. Abrufen habe ich mir zum Beispiel eingestellt mit diesen hier vorne, aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Bei Nikon kann man das auch alles auf die Kamera legen, also wenn ihr zum Beispiel lieber die Knöpfe hier vorne nutzen möchtet bei der Z9, geht das auch. Diese leichte und kleine Bauweise ist einfach für die Praxis unglaublich toll, finde ich, denn das Objektiv wird dadurch sehr handlich. Wenn ich in einer Winterfütterung fotografiere oder irgendwo vom Bohnensack ab, spielt das nicht so eine Rolle. Selbst wenn ich im Wald durch den Wald laufe und ein paar Freihandaufnahmen von Vögeln mache, das geht eigentlich auch ganz okay mit meinem großen 600 mm. Wo man hier wirklich einen Unterschied merkt, ist zum Beispiel für Flugaufnahmen. Hier merke ich einfach, dass ich viel flinker bin, viel agiler und vielleicht auch ein bisschen ruhiger in der Schwenkbewegung. Also für das ist das natürlich einfach ein sehr, sehr tolles Objektiv. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, wenn ich ein bisschen, sagen wir, komische Positionen einnehme. Ich war kürzlich wieder an einem Fluss und der Wasserstand war, also man hatte so eine Böschung, dann ging es ganz wenig runter und dann war die Wasseroberfläche. Das heißt, man hat so 10, 20 Zentimeter über der Wasseroberfläche fotografiert. Dank dem eingebauten Batteriegriff von der Z9 war man sogar noch etwas höher und ich wollte tiefer runter. Und dann habe ich eigentlich einfach die Kamera genommen, über die Böschung drüber gehalten, eigentlich bis ich gemerkt habe, dass meine Finger so langsam ins Wasser eintauchen, dann wusste ich, okay, jetzt ist gut, jetzt nicht mehr weiter runter und konnte so relativ komfortabel fotografieren. Nicht für Stunden, aber für einen kurzen Zeitraum geht es. Das gleiche mit dem 600er zu machen, das habe ich gemacht. Ich habe es sogar mit meinem alten 600er gemacht in Botswana, jetzt mit dem neuen wieder in Costa Rica. Da muss man dann aber eine andere Taktik anwenden und das Ganze irgendwie so halten. Das ist deutlich unangenehmer, man kann viel weniger gut mitschwenken. Also hier hat dieses Objektiv einfach gewaltige Vorteile. Kommen wir nun zu den Studiotests. Ich habe hier meinen Toucan abfotografiert und zwar aus einer Distanz von 7,5 bis 8 Metern. Natürlich ab Stativ mit Zeitauslöser und so weiter, dass wir hier keine Erschütterung drin haben. Und ihr seht jetzt hier einmal den Vergleich, wenn wir reinzoomen bei 600 mm, links in der Bildmitte und rechts am Rand. Die Schärfe ist bei beiden sehr gut. In der Bildmitte sehen wir ein bisschen mehr Schärfe und wir sehen vor allem, dass das Objektiv gegen den Rand ein wenig vignettiert. Wenn wir auf Blende 8 abblenden, verbessert sich die Schärfe sowohl in Bildmitte als auch am Randbereich noch einmal ein klein wenig, aber wirklich nicht viel. Und es war schon vorher extrem scharf. Was wir vor allem sehen, ist, dass wir weniger Vignettierung im Randbereich haben. Wenn ich dann den 1,4-fach-Konverter drauf tue, dann wird das Objektiv zu einem 840 mm Blende 9. Auch hier, selbst bei Offenblende, ist die Schärfe wirklich in der Bildmitte noch sehr gut. Am Rand sieht man leichte Abstriche, aber auch wirklich noch gut, also wirklich sehr gute Leistung. Abgeblendet auf Blende 11 sehen wir hier, dass wir noch einmal ein bisschen etwas gewinnen, aber auch hier der Unterschied ist wirklich nicht gewaltig. Also rein von der Bildqualität her, finde ich, kann man es selbst mit dem 1,4-fach-Konverter bedenkenlos bei Offenblende nutzen. Wie sieht es aus, wenn wir den Zweifachkonverter reintun? Dann kriegen wir 1200 mm bei Blende 13. Hier sieht es in der Bildmitte noch erstaunlich gut aus. Also ich meine, schaut euch diese Details an. Da sieht man, dass es sich eben doch noch lohnen kann, einen Konverter zu nutzen und nicht nur zu kroppen, weil das ist eine unglaubliche Schärfe. Im Randbereich lässt diese doch ein bisschen nach. Aber ich denke, in den Situationen, wo man mit dem Zweifachkonverter fotografiert, tut man wahrscheinlich nicht das Motiv sehr in den Bildrand und einen kleinen Abbildungsmaßstab nehmen. Ist zumindest nicht mein Vorgehen und es ist immer noch brauchbar, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier nicht mehr noch weiter abgeblendet. Vorher habe ich ja jeweils immer um 2/3 Blenden abgeblendet. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil wir sind dann irgendwo bei Blende 16 und das ist schon sehr dunkel, finde ich. Und würde ich in der Praxis wahrscheinlich nicht machen. Mindestens so wichtig wie die Studiotests finde ich eigentlich die Praxiserfahrung bezüglich Schärfe. Denn das beste Objektiv im Studio nützt einem nichts, wenn dann irgendwas mit dem Autofokus oder so nicht klappt. Und hier kann ich einfach sagen, es war extrem zuverlässig und hat wirklich, wirklich abgeliefert. Also das bin ich selten gewöhnt und ich würde sagen, das ist so ein typisches Festbrennweiten-Feeling, das man hier einfach hat. Wirklich solide Performance, hervorragende Bildqualität, top. Mit dem 1,4-fach-Konverter hat man immer noch eine sehr gute Performance, fand ich. Also Autofokus war immer noch schnell, zuverlässig. In der Bildqualität kaum Qualitätseinbußen gesehen. Wie gesagt, auch die meisten Fotos noch scharf. Ich habe dann auch mit dem 2-fach-Konverter gearbeitet.
Wie immer, das würde ich mehr auf kürzere Distanzen machen, nicht auf 100 Meter versuchen, einen Steinbock mit dem Zweifachkonverter zu fotografieren. Und hier hatte ich einige scharfe Aufnahmen dabei, die wirklich sehr, sehr scharf waren, wo die Einbußen nicht groß waren. Aber insgesamt habe ich einfach gemerkt, dass der Ausschuss massiv zunimmt. Der Autofokus ist manchmal einfach ein bisschen daneben. Vielleicht stimmt es aus irgendeinem anderen Grund auf einmal nicht, aber der Ausschuss war wirklich viel höher. Also man muss mehr Bilder durchlassen und sich einfach bewusst sein, dass man halt einen gewissen Nachteil hat durch diesen Konverter. Ist ein Konvertereinsatz bei einem Objektiv mit Blende 6.3 überhaupt sinnvoll? Ich finde ja, ihr seht hier zum Beispiel bei diesem Kormoran, da habe ich den Zweifachkonverter genutzt. Dann bin ich bei 1200 mm Blende 13. Ich habe dann noch ganz leicht abgeblendet, dass ich auf Blende 14 bin. Und die Schärfe finde ich wirklich okay. Ihr seht das schon im Original ganz gut und auch im fertig bearbeiteten Foto. Natürlich kommt man so relativ schnell in höhere ISO-Bereiche, auch wenn man ohne Konverter fotografiert. Blende 6.3 und Action an einem bewölkten Nachmittag, das habe ich bei den Möwen gehabt. Das Foto ist scharf, alles gut, mir gefällt es von den Farben, auch die Hintergrundauflösung passt. Aber die ISO waren schon relativ hoch und hier fand ich, hat einfach DxO noch einiges rauszaubern können und auch verglichen zu Lightroom hat es sich wirklich noch gelohnt. Also ihr seht links, was Lightroom rausgeholt hat mit dieser Verbesserungsfunktion, mit dieser KI-Rauschreduzierung und DxO. Da fand ich dann doch, dass es sich eben noch lohnt, in so eine Zusatzsoftware wie DxO zu investieren, wenn man schon fast 6.000 Euro für so ein Objektiv liegen lässt. Falls ihr DxO Puro auch mal ausprobieren wollt, habe ich den Link zu der Gratis-Testversion in die Videobeschreibung gesetzt. Ich habe vorher erwähnt, dass das Objektiv sich sehr gut für Flugaufnahmen eignet. Dafür wichtig ist natürlich neben dem Handling vor allem der Autofokus. Ich habe im Datenblatt von Nikon keine Angabe dazu gefunden, aber ich denke nicht, dass es in diesem Objektiv die Silky Swift VCM-Motoren oder wie die heißen, verbaut sind, die Nikon meines Wissens nur im 400 oder 2.8 und 600 mm Blende 4 verbaut. Trotzdem ist der Autofokus wirklich zuverlässig, sehr schnell, also für die Praxis wirklich sehr gut. Ich habe da mal einen 1:1-Vergleich gemacht. Ich wusste nicht, gegen was ich es bei Canon wirklich vergleichen soll. Ich habe dann nur kurz einen Vergleich gemacht mit meinem RF 100 bis 500, das ja einen Nano-Ultraschallmotor hat. Und dieses ging noch einmal deutlich zügiger. Ihr seht das hier in diesem Clip. Für die Praxis war das aber wirklich schnell genug für eigentlich alle Situationen, die ich gebraucht habe. Ich denke, niemand, der sich dieses Objektiv kauft, hat wirklich vor, das häufig auf dem Stativ einzusetzen, denn ich denke, das macht einfach keinen Sinn. Deshalb immer wichtig, der Bildstabilisator, wie ist der? Er ist gut, aber ich hätte mir ehrlich gesagt fast mehr erhofft. Also ich habe bei einer 20. Sekunde ein paar Tests bei 600 mm gemacht. Ich habe schon noch ein paar scharfe Aufnahmen hingekriegt, das auf jeden Fall, aber es hat mich irgendwie nicht so ganz überzeugt. Und ich habe nachher mein 600 mm Blende 4 von Canon genommen, das ja mehr als doppelt so schwer ist wie dieses Objektiv und damit ein paar Fotos gemacht und hatte mehr scharfe Fotos als mit dem. Der Bildstabilisator ist wirklich gut. Ich meine, bei einer 20. Sekunde bei 600 mm doch noch einige scharfe Ergebnisse hinzukriegen, ist schon eine gute Leistung. Ich hatte einfach das Gefühl, im Gegensatz zu gewissen anderen Objektiven von Nikon kann der nicht ganz mithalten. Ihr habt vielleicht bis jetzt gemerkt, ich war von dem Objektiv wirklich begeistert, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Jetzt kommen wir zur wichtigen Frage. Die Zahl 6.3, die hier für die Blendenöffnung auf dem Objektiv steht, ist sie in der Praxis ein Problem oder nicht? Es ist schwierig zu beantworten, finde ich. Wenn man von einem 100 bis 500er kommt, wie ich, und da den Direktvergleich macht, dann ist das einfach viel ruhiger, viel aufgelöster. Denn 500 mm bei Blende 7.1 und 600 mm bei Blende 6.3, das macht einen ziemlichen Unterschied. Aber kommen wir zur anderen Frage: Kann das ein 600 mm Blende 4 ersetzen? Ich denke, hier kommt es sehr auf die Situation und auf euch darauf an, wie ihr auch fotografiert. Ich muss sagen, wenn ich Singvögel fotografiere, besonders wenn ich ein bisschen ein kontrollierteres Setup habe, dann blende ich in der Regel sowieso auf ungefähr 6.3 oder 7.1 ab, einfach so ein bisschen mehr Schärfentiefe haben, dass mehr vom Vogel scharf ist. Und ja, dann bräuchte ich wirklich kein 600 mm Blende 4 Objektiv. Da sind wir uns absolut einig. Da wäre das viel besser. Dann gibt es andere Situationen. Wenn ich halt irgendwo in einem Urwald bin und ich habe einen Specht am Baum, und der Hintergrund ist nicht so weich, wie ich es gerne hätte. Ich kann mich nicht anders positionieren.
dann gehe ich lieber ein bisschen Kompromisse mit der Schärfentiefe ein. Und vielleicht ist der Specht halt nicht von Schnabelspitze bis Schwanzspitze scharf. Der Kopf ist scharf, Brust größtenteils. Aber wenn ich bei Blende 4 fotografiere, ist einfach der Hintergrund viel weicher, Bokehkreise sind schöner und so weiter. Das trifft halt auch auf Gegenlicht zu. Ich konnte mit dem Objektiv nur sehr wenig im Gegenlicht fotografieren. Insgesamt ging alles gut. Ich hatte leider keine Sonnenblende, darum möchte ich nicht zu groß auf die Gegenlichtperformance eingehen. Aber einfach die Größe von den Flares. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ihr bei 600 mm Blende 4 fotografiert oder 600 mm 6.3. Also als Hauptobjektiv würde es für mich ein 600 mm Blende 4 nicht ersetzen. Ich bin zu oft einfach froh, die Blende 4 nutzen zu können oder manchmal vielleicht nur Blende 4.5 oder 5. Gerade wenn man ein bisschen größere Vögel hat, also einen kleineren Abbildungsmaßstab nutzt, vielleicht ein bisschen mehr von der Umgebung noch drin hat, aber die trotzdem unscharf haben möchte, dann nutze ich das Große eben doch relativ häufig bei Blende 4 und da macht man hier natürlich Kompromisse. Andererseits war ich dieses Jahr in Singapur. Es war eigentlich kein Fotoausflug, das heißt, ich war mit dem Handgepäck limitiert, da noch andere Sachen rein mussten und ich konnte mein 600er Blende 4 nicht mitnehmen. Ich habe da mit dem 100 bis 500er fotografiert und ich war auch teilweise sehr froh, einen Zoom zu haben. Und ich konnte mit dem 500 mm bei 7, Blende 7.1 in vielen Situationen Bilder erreichen, mit denen ich sehr zufrieden war. Aber genau für solche Situationen wäre natürlich das hier perfekt gewesen. Denn wenn ein 100 bis 500er Platz hat, dann kann in den meisten Situationen auch das hier mitkommen. Und hier hat man eben diese 100 mm mehr und einen spürbar weicheren Hintergrund. Also für Singapur wäre ich echt froh gewesen, hätte ich dieses Objektiv gehabt. Und vielleicht überlegt ihr euch jetzt ganz generell, ist es das vielleicht wert, auch wenn ihr schon ein 600 mm Blende 4 habt, einfach als kleines, leichtes Zweitobjektiv, wo man in Sachen Schärfe eigentlich null Abstriche machen muss. Theoretisch stimme ich absolut zu, sehr interessant. Einen kleinen Nachteil sehe ich da noch und das ist der Preis. Das Objektiv kostet aktuell nämlich ungefähr 5.700 Franken oder Euro. Das ist natürlich nicht ganz günstig als Zweitobjektiv. Da ist, denke ich, dann ein 400 mm 4.5 vielleicht interessanter. Da kommt man ja mit dem Telekonverter doch auch auf 560 mm Blende 6.3. Ich habe auf jeden Fall beide Objektive einmal unten verlinkt. Da würdet ihr mich noch ein bisschen unterstützen. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es auf das 400 mm 4.5 auch noch einen Sofortrabatt. Wenn man hingegen so ein bisschen Festbrennweitenluft schnuppern möchte, ein Objektiv mit 600 mm, das trotzdem eine einigermaßen gute Offenblende hat und trotzdem sehr, sehr leicht ist, dann denke ich, ist das eine sehr, sehr gute Wahl und vielleicht für viele Leute die bessere Wahl als ein 600 mm Blende 4. Wie so viele von den neuen Objektiven von Nikon finde ich es ein extrem spannendes Objektiv. Und es gibt mittlerweile auch Gerüchte von Canon, ob es da ein 400 mm Blende 4DO oder 600 mm DO geben soll. DO ist ja bei Canon eigentlich das Äquivalent zu PF bei Nikon. Wäre toll, wenn Canon jetzt da ein bisschen nachzieht. Wir werden sehen. Einige von euch haben mich auch gefragt, ist dieses Objektiv den Aufpreis zu einem 180 bis 600er wert, wo man ja mehr Flexibilität hat und trotzdem 600 mm bei Blende 6.3 am langen Ende? Da muss ich sagen, erstens einmal aufgepasst mit den 600 mm Blende 6.3. Flexibilität, da kann man natürlich drüber reden, wie sieht das mit dem Preis aus, Bildschärfe und so weiter. Das sind so viele Fragen, dass ich dazu ein neues Video machen werde. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Benachrichtigungen und schaut in ein bis zwei Wochen noch einmal vorbei.